Herzlich willkommen zurück zu Carinas Coffee. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Letzte Woche habe ich ja ganz schön viel über mich und mein Leben erzählt. Deswegen habe ich mir gedacht, diese Woche nehme ich euch mal mit in den Redaktionsalltag. Und keine Sorge, ich ziehe mich nicht die ganze Zeit auf der Arbeit um. Das sind einfach mehrere Tage hintereinander, wo ich euch mal mitnehme und euch mal was zeigen wollte. Ja, es passiert halt nicht jeden Tag super viel Spannendes, aber jeden Tag irgendwas Lustiges oder Interessantes. So, ich bin extra früh da, aber man sieht, alle Fenster sind offen. Da muss die Steffi schon da sein. Hier könnt ihr gleich sehen, wie ich meinen ganzen Kram ausräume und dann panisch nach meinem Diensthandy suche, bis mir auffällt, dass ich damit gerade diesen Vlog filme. Und bevor die ersten Arbeitsschritte des Tages gemacht werden, brauche ich natürlich einen Kaffee und meinen Emotional Support Teddybären. Das komische Rumgefummel von Maike und Christoph hier ist der Tatsache geschuldet, dass irgendjemand die Halterung von unserem zweiten Mikro verloren hat und wir da jetzt immer improvisieren müssen. Und während wir drei versuchen, den Ton zum Laufen zu bekommen, seht ihr hier Greg auf der Suche nach dem perfekten Ort zum Filmen. Ich will nur den Moment, wo die Kamera ins Wasser fällt, auch auf Video haben. Genau, damit auf jeden Fall wissen, wer schuld ist. Greg ist unser Designspezialist und schon seit den Anfängen von katholisch.de dabei und hat immer gute Geschichten auf Lager. Aber egal wie lieb er ist genauso ein absoluter Perfektionist zum Leidwesen von Michael und Christoph. Tja, und der perfekte Platz zum Film war dann natürlich der Ort, zu dem man am schwierigsten hinkam, weshalb wir ungefähr 10-mal diese waghalsige Kletterpartie mit dem ganzen Equipment hin und her gemacht haben. Irgendwer fällt heute noch ins Wasser. Ich wette, es ist Carina. Hat wenigstens keine hohen Schuhe an. Tada! Und nachdem wir nochmal den Ort gewechselt und schon bestimmt 2 Stunden in der prallen Sonne waren, ist die Stimmung auch nicht mehr ganz so konzentriert. Greg, du siehst aus wie so ein Naturfotograf. Ich Fische. Tut mir leid, aber mit dem Cappy ist es ein bisschen entweder Paparazzi oder Spanner. Du hast das mit dem Schleimen für Führungspersönlichkeiten nicht verstanden. Entschuldigung, überhaupt nicht. Nein, du siehst wie der kompetenteste Filmograf. Nein, das ist ja die Paparazzi, haben sich das ja von den Profis abgeguckt. So, habt das? Schafi. Ja. Maike und Christoph bewegen sich auch mittlerweile gar nicht mehr vom Fleck. Stattdessen darf ich nach jeder Aufnahme durch die Gegend rennen. Wo ist denn mein Mikro? Mein Mikro? Ich glaube, der kann gerade nicht. Scheiße. Wo ist das denn? Das kann nicht sein. Ton war gut bei Maike. Hä? Oder ist das... Oh, ich glaube, es ist mein Politiker. Ja, manche unserer Kolleginnen entscheiden sich ja dazu, zu reproduzieren und schwanger zu werden. Deswegen haben wir jetzt hier im Konferenzraum so eine geile Liege, wo die sich hinlegen können. Und ja, wo man auch mal in der Mittagspause einen kleinen Powernap machen kann. Finde ich richtig geil. Ja, das ist jetzt im Video. Bevor Harald hier reingesprungen ist, wollte ich sagen, dass wir heute Kamisekai gedreht haben. Das ist nämlich unser neues Origami-Format. Und da haben wir Origamis gefaltet. Das macht Sinn, sonst wäre es kein Origami-Format. Und jetzt schenkt, also wir müssen natürlich irgendwas damit machen und wir können es nicht wegschmeißen. Also bekommt das jetzt alles unser Chef Björn geschenkt. Der wird sich wahnsinnig freuen. Christoph, und das willst du jetzt noch dem Björn schenken, nachdem du es im Mund hattest? Ja, ich muss doch. Es macht das Geschenk ein bisschen kaputt, wenn du sagst, dass wir nur nicht wissen, was wir sonst damit anfangen sollen. Nein, nein, nein. Er kriegt das, weil die sind zu schön, um sie nicht zu verschenken. Genau, er ist nicht da, sonst hätten wir geklopft. Keine Sorge. So, aber ich sortiere die schönen raus. Wahrscheinlich kriegt er dann nur noch welche von Christoph, weil meine alle hässlich geworden sind.
Björn, also unser Redaktionsleiter, war übrigens total begeistert von den Basteleien und hat dann direkt versucht, sie anderen Redakteuren im Newsroom anzudrehen, um sie loszuwerden. Naja. Sieht auch ein bisschen aus wie ein Tisch von einem Kindergeburtstagskind jetzt. Oh ja, und das ist was, ich weiß gerade nicht wie rum. So, das ist was ganz Besonderes, das ist nämlich ein Support, ein Emotional Support Dino. Ist das richtig rum? Ja, den hat Christoph extra noch für Björn gefaltet. Ja, dat, also wow. So, und bevor ich mich jetzt in die klimatisierte Redaktion mache, um diesen Blog zusammenzuschneiden, noch eine ganz wichtige Frage an dich. Was möchtest du noch mehr sehen auf diesem Kanal? Interessiert es dich, wenn ich so Impulse auch aus der Redaktion zeige? Was würdest du vielleicht gerne sehen aus der Redaktion? Was willst du noch mehr von meiner Arbeit oder von der Arbeit der anderen RedakteurInnen wissen? Ich hoffe, du hattest beim Zuschauen mindestens genauso viel Spaß wie wir beim Filmen und ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Abend. Bis nächste Woche. Tschüss!